Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Kollegen von Constanze und Volker Kaiser, mein Name ist Manfred Neuhaus. Wir sind also verwandtschaftlich nicht verbunden, ich wäre aber gerne Ihr Onkel. Obwohl ich weder boxe noch philosophiere oder male, kam sie auf die verwegene Idee, dass ich Ihnen hier heute zu Beginn dieser Vernissage etwas erzählen soll. Da unser großer Freund Volker heute seinen 63. Geburtstag gefeiert hätte, versuche ich das in seinem Argumentationsgestus. Wenn wir beieinander saßen und uns über Alltagsprobleme verständigten, brachte er sie stets auf einen philosophischen Grund. In dem Sinne, im Angedenken an unseren unvergessenen Volker, was ist Kunst? Ein Blick in die einschlägige Literatur liefert ernüchternde Antworten. Sie reichen von Freuds Deutung als Libido-Sublimation bis zu Karl Kraus' Bonmot. Kunst ist etwas, das so klar ist, dass es niemand versteht. Versuchen wir es darum, inspiriert durch Hans Widmer, einmal ganz anders. Kunst ist von Menschen für Menschen gemacht, sie ist also Mitteilung und setzt eine gemeinsame Sprache voraus. Werden wir allerdings unvermittelt mit einer neuen Sprache konfrontiert, gilt es, Verständnisbarrieren zu überwinden. Kunst entspringt dem Drang oder gar Zwang, Aufwühlendes zum Ausdruck zu bringen. Schon Höhlenmalereien entsprangen existenzieller Sorge, nicht dekorativen Bedürfnissen. Kunst ist entweder erbarmungslos wahr oder bloß Ornament, sie verfolgt keinen weltlichen Zweck, ist weder Programm noch Urteil oder Aufruf. Cézannes Äpfel werben nicht für gesunde Ernährung. Goethe bezeichnete Kunst als eine Vermittlerin des Unaussprechlichen. Chagall präzisierte, Kunst scheint mir mehr als alles andere ein Zustand der Seele zu sein. Die Sätze, der Mond scheint, ich bin entspannt, sind nach allem menschlichen Ermessen kein Kunstwerk. Wird hingegen gesagt, füllest wieder Busch und Tal still mit Nebelglanz, lösest endlich auch einmal meine Seele ganz. So handelt es sich um ein Kunstwerk, nämlich, Sie haben es alle längst erkannt, die erste Strophe von Goethes Gedicht an den Mond. Was machen diese vier Zeilen zum Kunstwerk? Festzustellen sind ein Rhythmus mit abwechselnd vier- und dreihebigen Trochäen sowie sanfte Wörter, deren Wohlklang die Kreuzreime noch akzentuieren, insgesamt eine Melodie, die schon ohne Text berührt. Nun enthält diese Melodie exakt die gleiche Aussage wie der eingangs zitierte Text. Und diese Übereinstimmung ist es, die vier Zeilen zum Kunstwerk erheben, also die Form und nicht der Inhalt. Selbst Guernicas, Picassos Aufschrei gegen die Bombardierung der Zivilbevölkerung durch die Legion Condor ist nicht des Inhalts wegen Kunst, sonst wäre es jeder Protest gegen Krieg. Die Wirkung auf das Gemüt ist unmittelbar. Das Unbewusste des Kunstschaffenden kommuniziert mit dem Unbewussten des Empfängers am Verstand vorbei. Selbstredend möchte dieser teilhaben, doch was er über ein Kunstwerk zu sagen weiß, ist nicht das, was das Kunstwerk tatsächlich ausmacht. Auf die Werke weniger bedeutender Barockkomponisten passen dieselben Aussagen wie auf die Werke Johann Sebastian Bachs. Im Jazz wird über vorgegebene Harmonien von meist 8 oder 12 Takten improvisiert. Jeder Jazzmusiker kann das. Doch sind die Unterschiede im musikalischen Gehalt nicht geringer als zwischen den Goldberg-Variationen und einer blanken Tonleiter. Den Unterschied machen die Spannungen. Eine Grundspannung liegt schon in der Harmoniefolge von Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Ihr sind noch die Spannung zu und in der Melodie überlagert. Picasso sagte, Braque müsse bloß einen Strich auf die Leinwand setzen, schon sei Spannung da. In Clouseaus Film führt es selber vor. Er begann mit einem Strich quer über die Leinwand, fügte einen gleich antagonistischen hinzu, korrigierte, trat von der Leinwand zurück und wieder hin, bis das Ergebnis mit seinem unbewussten Drängen übereinstimmte.
Jahrhundertelang war Kunst und Schönheit synonym. Aus der seither gewonnenen Übersicht erweist sich das Darstellen von Schönheit als Sehnsucht nach Schönheit, als Sehnen, als Spannung eben. Spannung, woher und wozu? Menschliches Leben ist bewusstes Leben. Das Bewusstsein ist das Softwareorgan, das zwischen dem rohen Antrieb zum Leben und dem Widerstand eingespannt ist, den die Wirklichkeit dem Antrieb entgegensetzt. Bei Buddha heißt Spannung Leid, bei Heidegger Sorge. Die Stoiker erblickten die Erlösung davon darin, nicht geboren zu werden. Die Spannung zielt von ihrer evolutionären Herkunft her auf Handlung. Aber der Weg zur Handlung kann aus inneren und äußeren Gründen verbarrikadiert sein. Ein mögliches Ventil könnte nun darin liegen, sie in künstlerischer Form zum Ausdruck zu bringen. Große Spannung gebiert bei großem Können und Form und Struktur großer Kunst. Robert Walser. Es ist die bloße, große Seele, die ja aller und jeder Kunst erst die Weihe, den Klang und den Inhalt gibt. In den vergangenen Jahrzehnten ist der Strom der Heranwachsenden, die für die Kunst und von der Kunst leben wollen, beträchtlich angeschwollen. Dies erleichterten rasant erweiterte Ausbildungskapazitäten, Stipendien und ein wachsender allgemeiner Wohlstand. Allein in Berlin soll es über 100.000 vollberufliche Künstler geben. Kunst ist kreatives Gestalten, keine Frage. Doch was vor den Kopf stößt, ist deshalb noch nicht Kunst. Große Kunst betrifft das, was auf dem tiefsten realen Seelengrund drängt und sich über Jahrtausende gleich bleibt. Welche Kraft haben die zwei Teilen der Sappho? Eros erschüttert die Seele, wie im Gebirg der Sturm auf Eichen stürzt. Diese Verszeilen treffen noch heute so präzise ins Gemüt wie vor 2600 Jahren. Wem die Kunst der Vergangenheit nicht berührt, dem ist wenig Empfinden für die Kunst der Gegenwart zuzutrauen. Viele Kunstinteressierte lassen sich durch das zeitgenössische Drum und Dran bestricken. Sie erwerben ein Bewusstsein der geltenden Mode und bewerten Werke danach. Will ein Kunstschaffender in deren Welt ankommen, muss er Unübersehbares hervorbringen. In den Spätzeiten braucht der Mensch die Kunst zur Pracht, beutet ihre Neben- und Zierformen aus, schrieb Jakob Burckhardt. Ja, sie wird zum Gegenstand von Zeitvertreib und von Geschwätz. Kunstbesitz wird auch als Mittel eingesetzt, Feinfühligkeit, Wohlstand oder progressiven Geist zu demonstrieren. Zudem loben die Betrachter gerne, was sie sehen, aus Furcht, sonst als Banausen dazustehen. Das fördert die Beliebigkeit von Kunst. Die Spannbreite vom marmornen David bis zum Urinal aus dem Sanitärhandel, die zugleich als Kunst gelten sollen, verunsichert die Urteilskraft erheblich. Kunst ist zur Zeit ihrer Entstehung dem allgemeinen Empfinden um mindestens eine Generation voraus und wird in der Regel verkannt. Van Gogh verkaufte ja kaum ein Bild und Carl Gustav Jung vermeldete 1932, Picasso sei den schizophrenen Malern zuzuordnen, die Gefühlswidersprüche oder gar Gefühlslosigkeit vermitteln würden. Diese Verkennung bot begnadeten Kunsthändlern wie Kahnweiler, der Picasso auf Anhieb erkannte, eine solide Geschäftsbasis. Wie es tiefe Empfindung braucht, um das Gültige zur Zeit der Entstehung zu erkennen, so bedarf es 100 Jahre später tiefer Taschen, um es zu erwerben. Die Werke aller bedeutenden bildenden Künstler sind nun je Milliarden wert und wären die Aufführungen der bedeutenden Komponisten Tantieme pflichtig, brächten es alle auf ein Millioneneinkommen, Bach allein zu Weihnachten oder Ostern. Unendlich tragische Phasenverschiebung. Die meisten starben, wie Franz Schubert, arm wie Kirchenmäuse. Rembrandt ging in Konkurs. Umgekehrt versinkt die Kunst, der die Aufregung des Tages gilt, im Handumdrehen. Einer der jungen Wilden, Penck und Salome, sprach davon, dass sie zu ihren Hochzeiten ein Stück Toilettenpapier signieren und dafür 3.000 Mark verlangen konnten. Zum Glück habe ihm der Vater geraten, den Leuten im Aufstieg freundlich zu begegnen. Es würde sie im Abstieg allemal wieder treffen. Wohl hat Kunst keinen Zweck, aber wenn sie wirklich Kunst ist, wirkt sie. Kunst mache Inneres äußerlich, sodass es als ein dargestelltes Inneres, als eine Offenbarung wirke, schrieb Jakob Burckhardt. Kunst ist das Feld der wahren Empfindung, doch Vorsicht,
Gleich nebenan buhlte als kunstetikettierte Schabernack um die Gunst des Publikums. Unsere Gastgeberin, die Künstlerphilosophin Constanze Kaiser, die fast Tag und Nacht in dieser ihrer Werkstatt arbeitet, begreift Kunst und Philosophie als Wissensform des Menschen, die aus den Trieben, Sehnsüchten und Träumen herausschreien. Gemäß ihrem Selbstverständnis ist Künstler, wer seinem innersten Ausdruck verleihen muss und für den die Notwendigkeit zur Formgebung dessen in ihm, was als wildes, unabgebändigtes, von innen her dringt und nie Ruhe gibt, existenziell ist. Stimmt's? Malen und Boxen, Bilderboxen, das sei kein Boxen gegen das Material, die Leinwand oder das Papier, sondern eine Suche nach Verbündetem, nach Stoff, eine Vereinigung mit dem Material. Als Constanze die Boxhandschuhe anzog, wollte sie ihre körperlichen Grenzen erkunden und sie, egal mit welchem Ausgang, überwinden. Ihre wichtigsten Projekte künden davon, dass sie sich vor Extremen nicht fürchtet. Als Constanze erstmals die Boxhandschuhe anzog, wollte sie etwas für sich selbst ergründen. Seit sie begann, Bilder zu boxen, will sie uns etwas sagen. Bevor nun jeder erkunden kann, ob und wie ihr dies gelingt, wollen wir die Gläser klingen lassen auf das Wohl unserer Gastgeberin und eine erfolgreiche Vernissage der Philosophie Factory Kaiser anstoßen. Vivat Constanze!